Leute, willkommen zurück zu Spyro Shadow Legacy. Wir haben beim letzten Mal das Drachendorf fertig bekommen. Also wir haben alle Leute aus dem Schattenreich geholfen, also zur Flucht verholfen und auch ein paar Probleme gelöst. Doch da gibt es noch einen Teil in den Drachenreichen, die wir noch untersuchen müssen. Also der Teil, ne? Ist immer noch der Teil. So, wo sind denn die Leute gefangen? Der will 4. Der will 4. Ah, heute sind nur 4er dabei. Irgendeiner im Zelt, das ist auch ganz nett. Irgendjemand da im Haus. Und auf einer einsamen Insel, das ist toll. Jeder will auf einer einsamen Insel gefangen genommen werden sein. Gefangen genommen werden sein? Gefangen genommen werden. Einfach nur gefangen genommen werden, nicht gefangen genommen werden sein. Das Sein ist unnötig. Oh, aber das sind dann doch ein paar Viecher zu viel. Ich meine, die meisten Erfahrungspunkte kriegt man ja sowieso durch die Quests oder durch gerettete Leute, deswegen... Ja, ich kümmere mich nicht um jeden Gegner. Wobei es später auch noch ein paar Gegner geben wird, die ziemlich viele Erfahrungspunkte geben werden. Du brauchst eine größere Börse, um Edelsteine zu tragen. Ja, ich weiß. Schönen Dank auch, Alter. Ich mache jetzt ein Nickerchen. Ja, genau. Die Welt steht kurz vor dem Abgrund, aber erstmal ein Nickerchen. So ticken die Drachen, das ist so. Ist zwar traurig, aber wie soll es anders sein? Ich singe wap, bap, wabadidadau, wap, bap. Wap, bap. Ah, sehr interessant. Okay. Diese Kreaturen scheinen wegen irgendwas ziemlich aufgebracht zu sein. Ja, vielleicht haben sie nicht gut gegessen, nicht gut gefrühstückt. Da wäre ich auch so drauf. So. Ja, mit einem Sprung kann man doch ganz gut ausweichen. Habe ich festgestellt. Ich weiß nicht, wie ich dir danken kann. Oder soll. Oder tun sollen, haben, tollen, tun. Leben. Ab und zu. So, wir gehen jetzt mal hier in dieses Zelt rein. Ich hoffe, das ist das Richtige. Boah, wir brauchen von Sensei eine wichtige Technik. Und die hat auch was mit dem Schwanzhammer zu tun. Nein, nicht der Schwanzhammer. Kannst du... So. Weil damit können wir Gegner im Umkreis sehr leicht besiegen. So, das war das falsche Zelt. Was schon mal nicht so gut war. Ich sollte auch die Session langsam mal beenden. Es ist zu warm. Aber vor allem, ich will ja gleich noch Super Paper Mario aufnehmen. Ich habe keine Folge mehr, gerade für heute nicht. Ah, danke. Nehmt mich doch wieder durch! Ja, erstmal Konversation pflegen, ne? Mrs. Spaßlich. So. Wie heißt sie denn im Englischen? Heißt sie irgendwie Mrs. Fun oder so? Ach, spaßig, nicht spaßlich. Was dreh ich da? Nicht nachlassen, Spyro. Eine letzte Person muss gerettet werden. Also die Rettungseinheiten, die sind ja in 5 Minuten geschafft. Im Level. Finde ich sehr gut. Also ich kann mich nicht beschweren. So? Ich hoffe, ich lande jetzt hier nicht im Wasser, ne? Wahrscheinlich. Oder auch nicht. Das ist auch ganz nett. Wenn ich woanders mich hingesetzt hätte. Also wenn ich jetzt woanders in der Luft gewesen wäre. Tod. Drowned. Ben drowned. Oh, das ist eine fiese Kombi. Dann kümmern wir uns erstmal um die beiden. Lass es sein. Lass es! Du kannst diesen Kampf nicht gewinnen! Du hast keine Macht in unserer Welt! Okay, ja, in unserer Welt, aber der ist in seiner Welt. Ich bin froh, dass du hier bist. Dieser Ort ist ziemlich deprimierend und ich will hier ganz schnell raus und deswegen besiege die alle mal. Ich finde, das Spiel ist auch ziemlich monoton, dadurch, dass man einfach die ganze Zeit nur Gegner besiegen muss. Also immer dieselben vor allem. Oh Mann, du bist wirklich unglaublich. Kuss. So. Sehr gut, es müssen nur noch 2 Personen... Was? Ach so, in dem... Das war gar nicht die letzte Person. 2 gibt es natürlich noch im... Hier, im Gebäude, im Hotel selber. Natürlich. Hab ich schon komplett vergessen. Einmal der Koch und einmal...
Wen könnte es denn noch geben? Ist hier vielleicht noch einer, oder? Oh ja, hier ist noch einer. Ach, der Bürgermeister oder was auch immer das ist. Ich glaube, das ist der Bürgermeister. Ich kenne mich hier nicht so aus, also. Ich bin Tourist. Da muss ich ja nicht wissen, wer der Bürgermeister ist. Also ich denke mal, das ist berechtigt, oder? Selbst als Tourist. Ich meine, es gibt ja immer so Leute, die sagen, gut, wenn man als Tourist irgendwo hingeht, dann soll man auch so ein bisschen die Sprache lernen und so weiter. Aber ganz im Ernst, ich hätte darauf gar keinen Bock. Warte mal kurz. Ja, ich glaube, jetzt bin ich bereit zu gehen. Du hast ein paar neue Aktionen gelernt. Stimmt's? Wie schön, dass ich die... dass sich deine Zeit beim Ältesten bereits auszahlt. Ja. Eine Person. Also, worauf ich hinaus wollte, ist einfach... Ich bin so eine Person, ich bin halt... Ah, ich weiß nicht, ich bin ungern woanders als zu Hause. Dankeschön, das war eine nette Kombi. Hat er mich einfach platt gehauen. So. Ich bin ungern woanders als zu Hause und... Ja, so Urlaub in anderen Ländern machen, das ist halt immer so... Also ich muss es nicht unbedingt haben. Oh, Spyro, Gott sei Dank, du bist ja hier, jetzt rettest du mich. Also ich muss es nicht unbedingt haben. Wenn ich dann so sage, nee, ich will nicht mit dem Flugzeug fliegen, dann ist natürlich... Dann ist es natürlich scheißegal, was ich dazu denke, ne? Gebucht wird trotzdem. Es ist so komisch. Gut gemacht, du kannst jetzt raus. Nee. So nach dem Motto, ja, wir brauchen dich ja nicht fragen, du kommst ja sowieso mit, ne? Genau. Also auch dieses Jahr. Meistens fliegen wir so alle 2 Jahre so nach Portugal und. Ich meine, ist zwar schön da, aber. Da trifft man auch Familie und so, aber ganz im Ernst, ich hasse dieses Fliegen mit dem Flugzeug. Weil ich habe immer so die Panik, es könnte irgendwas passieren, es könnte abstürzen, es könnte irgendwas passieren. Das ist halt immer so mein Hintergedanke. Letztes Jahr bin ich mit einem Fahrstuhl abgestürzt, ja? Also da kann man mir nicht sagen, oh, es ist alles sicher, natürlich, ja. Das hat die Situation nur verschlimmert. Oh, mein Kopf! Das habe ich gehört. Was? Die Dialoge sind manchmal echt fragwürdig. Das war furchtbar. Irgendein bösartiger Zauber, würde ich sagen. Spyro, außergewöhnlich. Du hast es wieder mal geschafft, uns alle zu retten. Die Ältesten, der Schattenstein. Du meine Güte, den Schattenstein habe ich ja seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Tja, ich würde sagen, du hast deine Studien wirklich mit einem Knall begonnen, junger Drache. Also wirklich, da ist mir jemand so mit eine Erklärung schuldig. Über diesen schrecklichen Ort? Nein, und ich rede nicht mit dir. Ronny, benimm dich. Ich wüsste zu gerne, warum der Brunnen nicht mehr funktioniert. Der Talisman. Er ist weg. Oh Mann, diese widerlichen Kreaturen haben den Talisman gestohlen. Und das sollen wir glauben? Was? Es ist doch klar wie Kloßbrühe, dass ihr verdammten Touristen ihn geklaut habt. Sowas sieht euch ähnlich. Was? Na klar, als ob wir uns auch aus diesem dämlichen Talisman was machen würden. Du hast ihn wahrscheinlich selbst geklaut und willst das jetzt uns in die Schuhe schieben. Was? Du hast gesagt bla 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 boah. Hört auf zu zanken, ihr Drecksäcke, ey. Spyro hat recht. Streiten hilft uns jetzt nicht. Wir müssen den Talisman finden und den Brunnen wieder in Gang bringen. Wir müssen alles wieder in Ordnung bringen. Genau. Das heißt, auch an diesem Ort gibt es wieder ein paar nette Sidequests. Und ich würde sagen, wir holen uns mal das erste Drachenei, zack. Gehen dann hier in die Höhle und holen uns diesen Talisman, der da fehlt. Hoffentlich geht das auch. So. Ja, ja. Wir brennen dir nur den Hintern an. Ist ja nicht so schlimm. Dit ist ja nicht so schlimm. 3? Oh nee, das sind die Starken. Ich glaube, die haben sogar eine Rüstung, kann das sein? Nee, die haben keine Rüstung. Oh, und eine neue Stufe. Das ist sehr nützlich.
So, aber was ist mit dir? Ja, genau, ich stand auch voll da. Ah. Okay, die haben keine Rüstung. Also doch, die haben in gewisser Hinsicht eine Rüstung, aber nicht die Rüstung, die ich meine. Es gibt später, die haben so eine Magiebarriere. Und die sind dann nicht ganz so nett und freundlich zu uns. Ja, komm, stirb bitte. Du hast hier gar nichts verloren. Wir geben auch sau viele Erfahrungspunkte. Und was ist jetzt hier? Und wir haben keinen Schlüssel. Wir haben keinen Schlüssel. Ich hätte so gern jetzt einen Schlüssel. Und was befindet sich denn hier? Spyro, du kannst durch diese seltsamen Türen gehen. Ja, wir wissen, das ist Holz. Da können wir durch. Meine Güte. Alles 10-mal sagen, wie in so einem Skyward Sword. wie ein Skyward Sword. Alles 10-mal sagen. Gebieter, ich glaube, du kannst da durch, wenn du in der richtigen Welt bist. Ich glaube, da müssen wir hin. Wo kriegen wir jetzt einen Schlüssel her? Ja! Ja, müssen wir gleiten können. Vielleicht suchen wir uns doch erstmal eine neue Fähigkeit aus. Ich glaube, das wird nützlich. Ja, doch, komm. Wir holen uns eine Fähigkeit. Was macht unser Edelstein? Oh, der ist noch gut, okay. Teleportazione. Da. Ist leider zu weit weg. Ja, dann teleportieren wir uns halt zweimal. Kostet mehr Magie. Beziehungsweise, wenn wir dann schon beim Ältesten sind, dann können wir auch direkt... Warte mal, wen können wir ansprechen? Titan, weil der uns, glaube ich, das Gleiten beibringt. Gleiten! Genau, ich will gleiten können. Jetzt können wir gleiten. So, das ist auch ziemlich nützlich. Und du, allgemeine Magie. Chao Li aufsuchen. Was will denn Chao Li? Was willst du denn? Deine Fähigkeiten sind gefährlich. Du musst den Zauberschock erlernen, damit du dich verteidigen kannst. Okay. Ja, ich weiß. Ich drücke halt nur einmal. Nein, ich drücke einmal zu oft. Ich weiß, aber ich will doch einfach nur... Ich will doch einfach nur dieses dämliche Zauberdings lernen. So. Okay. Es ändert aber jetzt nichts an der Tatsache, dass wir trotzdem einen Schlüssel brauchen. Habe ich jetzt was verrutscht? Nee, ne? Manchmal denke ich so, ja, ich wähle das Fenster falsch an und dann bewege ich alles um mich her. Und jetzt haben wir keine Pilze mehr, ne? Ich bewege alles um mich her, dann habe ich keine Pilze mehr, ja. Ich bin Rapper. MC Millplaser. Yo, yo, yo. Ich bin der Rapper. Und ich ficke deine Mutter, weil das in jedem Rap so sein muss. Haben wir hier vielleicht was? Ein Schlüssel oder so? Vielleicht in einer Truhe oder so? Nee. Und noch können wir ja nichts kaufen. Also ich weiß schon, in welches Gebiet wir als nächstes gehen werden. Oh, hier ist ganz viel Schmutz. Ich denke, da hat jemand wieder eine Aufgabe für uns. Heiliges Kanonenrohr, das bedeutet, dass wir uns bereit machen müssen. Sieh dir das Gasthaus an. Ein echtes Katastrophengebiet, Spyro. Könntest du mir helfen, mit deinem Flammenatem aufzuräumen? Ja. Ja. Bin ja schon dabei. Wobei, ich finde es ein bisschen komisch, dass der Typ als Tourist angesehen wird. Obwohl er ja eigentlich, hier arbeitet. Oder war das doch jemand anderes? Nee, das war doch die Person hier. So. Schuhe. Ich glaube, das waren alle, ne? Danke, Mann. Jetzt sieht's hier wieder viel besser aus.
Und ich krieg nichts dafür, oder wie? Hey, Spyro, helfen wir die Ältesten? Oh, du sollst ja ein paar tolle Tricks gelernt haben. Alle, die hier vorbeikommen, sprechen nur von dir. Ich will nochmal auf der Karte nachschauen. Haben wir denn jetzt wirklich... Ja gut, die Dracheneier. Für Caitlin suchen oder finden. Was weiß ich. Also ich glaube, so schnell kriegen wir hier keine Schlüssel. Aber man kann später welche kaufen. Hast du vielleicht noch eine Mission für uns? Jemand hat, was? Jemand wird von meinem Anwalt hören. Das kann ich garantieren. Sag mal, wo ist eigentlich meine bessere Hälfte? Deine bessere Hälfte? Achso, nicht Schwester, sondern Frau. Genau. Wir gehen mal hier hin. Vielleicht finden wir hier was Nützliches. Oder die Frau. Die Frau von ihm. Ich finde es aber toll, dass wir so schnell an Level kommen. Das war am Anfang des Spiels noch ein bisschen lästiger. War die nicht hier? Doch, da ist die. Hallo Spyro. Ich habe mich nur in meiner Fantasiewelt verkrümelt. Hier am Meer. Du sagst nichts Wichtiges. Schade, dass die Musik jetzt wieder von neu anfängt. Ja, toll! Von vorne anfangen muss. Ja, aber ich glaube, mehr machen wir hier nicht, ne? Du? Auf dieser Insel gibt es ziemlich böse Energie. Wir müssen da mal eingreifen. Zeit für eine Party. Wie wäre es mit einem Kostümfest? Nur für Einheimische. Das wäre doch ein Riesenspaß. Lodernde Fackeln im Mondlicht. Viel zu laute Musik. Leute, die ins Wasser springen. Lachen und Spaß auf der ganzen Linie. Und was... Und weiß, ich weiß... Und ich weiß... Achso, ich weiß. Meine Güte. Die kommen nie zu unseren Partys. Aber wer weiß... Wir haben ja noch nie jemanden eingeladen. Das wollen wir auch gleich mal ändern. Spyro, würdest du Mrs. Spaßiglich diese Partyanleitung bringen? Ja. Da komme ich zwar gerade her, aber hey, das macht ja nichts. Ich bin ja hier nur der Laufbursche. Ich bin nur der Laufbursche. Das Spiel ist tatsächlich auch gar nicht mal so lang. Also ich würde jetzt, ich würde jetzt sagen, so das Let's Play dauert vielleicht 4 Stunden. Oder? Ich weiß nicht. So. Tja, also, ich habe immer auf der Terrasse gesessen und den Partylärm gehört. Es hörte sich immer an, als hätten sie Riesenspaß. Und, da soll ich jetzt plötzlich hinkommen? Bist du dir da ganz sicher? Tja, ich kann es kaum erwarten. Sag ihnen, dass ich jetzt kommen werde. Haben wir immer noch eine Mission? Tatsächlich, wir haben immer noch eine Mission, okay. Wir gehen jetzt zurück und sagen, dass wir die Einladung gegeben haben. Das ist toll. Jeder mag Missionen, wo man hin und her laufen muss. Wer mag sie nicht? So, du da? Ist jetzt sie angenommen? Ich bin glücklich. Vielleicht wäre es eine gute Idee, einfach alle zusammenzubringen. So, ja, aber mehr Leute brauchen unsere Hilfe nicht. Also doch, wir brauchen immer noch den Talisman, ne? Das ist unser größtes Problem. Nur dazu brauchen wir Schlüssel und ich denke, um an einen Schlüssel zu kommen, müssen wir ein nächstes Gebiet aufsuchen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja, in der nächsten Folge werden wir Leute befreien, die wir wieder kennen werden. Anders als in dieser Folge. Und dann gehen wir durch dieses Tor. Bis dahin, tschüss und bye bye.